Boah, sieht das krass aus. Das sieht wirklich krass aus. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt auf einem Lost Place, das für uns unbekannt ist. Das haben wir einfach nur über Google Earth gesehen. Und ja, wir schauen mal, was wir hier vorfinden. Das ist schon was Großes, Industrielles. Ich weiß nicht, ob das ein altes Zeug ist. Da hoch, oder was? Ja, Mann. Sicher? Ja. Wir schauen mal, was hier zu sehen gibt. Ja. Nee, wir müssen weiter. Ja, wir können ja erstmal hier hoch. Und ja, aber vielleicht können wir da direkt davor, da links. Meinst du? Ja, da hinten sieht man das. Ja, stimmt. Ja, komm. Wieder. Ja, ja, wir können hier durch. So, jetzt müssen wir noch mal diesen holperigen Weg hier. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Das sah schon ziemlich groß aus über Google Earth. Sehen wir aus dem Gelände. Gut, wir gehen mal drauf. Guck mal, wie zugewachsen das hier ist. Das ist richtig zugewachsen. Hier liegt sogar noch eine PC-Maus tatsächlich. Witzig. Ich glaube, hier wurde noch nicht so viel randaliert. Gehen wir hier rein. Ich suche auch noch ein paar Feuerlöscher. Guck mal, hier sind die ganzen. Schreibt, dass über die Maus noch da liegt, das ist schon krass. Da geht's hoch, ne? Ja, richtig. Da geht's hoch. Ja. Man ist auch fest. Mhm. So, jetzt bin ich hier oben angelangt. Oh. Sind sogar noch die ganzen Schalter. Erforschen und mal herausfinden, was das hier war. Da geht es dann wieder runter. Wir sind aus dem ersten Teil raus. Wir werden mal weitergehen. Scheint was sehr Spannendes zu sein. Nur was es ist, das wissen wir nicht. Noch nicht. Wie wisst ihr das? Kennt ihr das Ganze hier? Wie man sieht, ist ja auch nicht alles voller Graffiti und so. Das ist noch ziemlich gut erhalten. Das ist heißt, aber gehen wir erstmal hier rum. Dann gehen wir gleich da rum.
Guck mal, hier sind sogar so alte Alarmanlagen. Da kommen auch Kabel raus. Hm. Soll uns das was sagen? Ich glaube nicht. Ja, und da oben haben wir jetzt gerade einen Eingang gesehen. Da oben. Schön versteckt. Können wir mal reingehen. Mal das Licht anmachen. Alter Verwalter. Oha, weißt du, woran mich das erinnert? An den Wetterschacht. Holy! Stimmt, stimmt. Boah, das erinnert mich ja richtig am Wetterschacht. Dieser Boden. Ja. Der hat genau die. Ja, die ganzen Wände auch. Guck mal da hinten hin. Da ist auch wieder so ein Rohr. Ach du grüne Neune. Ja, Tatsache. Jo. Das ist auch so eine Art Wetterschacht. Ich muss meinen ISO-Wert hochstellen. Hä? Ja und? Ich habe jetzt meinen ISO-Wert auf 6400 gemacht. Hier ist auch direkt wieder Halldicht. Hallo? Hallo. Das ist wirklich creepy. Ja klar, wir standen. Oh, hallo? Der Schall. Hört ihr das auch so? Das hört sich voll komisch an, jetzt hier die Stimme. Ja, hallo. Ja, hier standen dann auch diese Lüftungsmaschinen, wie am Wetterschall. Und da oben sieht man sogar noch die Scheinwerfer. Die sehen relativ noch frisch aus. Ja. Und hier standen dann die Belüftungsgeräte wie im Wetterschacht. Mhm. Krass. Schauen wir das mal von der anderen Seite hier. Ja, da ging die Luft nach oben raus hier. Heilige Scheiße. Jetzt gehen wir mal hier runter. Echt hier ähnlich. Über Wetterschall. Sogar noch Salz. Zeitung. Und 2009. Könnt ihr das noch erkennen? 2009. Interessant hier. Noch ein Schild. Grubenlüfter. Okay, ein Grubenlüfter hier. Gut, wenn wir mal weitergehen, der Boden ist nicht so reagiert. Auch wenn das nicht tief runter geht, das ist trotzdem ein komisches Gefühl. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Ja, und hier konntet ihr richtig sehen, dass hier für die Lüftung das Riesenteil stand, wie ihr das bei dem Wetterschacht gesehen hattet, dass immer hier hin und her gefahren wurde. Wahnsinn. Die komplette Beleuchtung noch an der Decke.
weitergehen, weil ich noch hier nehme Material. Jetzt werden wir in dieses Loch gehen, wo der Schacht dann wahrscheinlich sein wird. Ich weiß nicht, ob ich mich da runter traue. Das geht da runter, nicht, dass der Schacht noch offen ist. Und der, oh mein Gott. Der Schacht sieht offen aus. Alter. Das wäre der erste Schacht, den ich sehe, der offen ist. Ach nee, der ist nicht offen. Der sah erst von Weitem so aus. Der ist zugeschüttet. Boah, ich dachte schon. Ja, boah, da sieht man auch wieder diese riesen Gitter hier. Ja, nicht Gitter, sondern Klappe. Das ist eine riesen Klappe. Hier ging es runter. Hier wurde der Schacht belüftet. Da sieht man doch noch den alten Lift. Guck mal, der hat diesmal die Form von einem Stoppschild, der runterging. Ja, boah. Guck mal nach oben. Boah, sieht das krass aus. Das sieht wirklich krass aus. Das sieht echt Hammer aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier so tief runter ging. Den gehen wir runter. Ich weiß nicht, ob die ganzen Rohre lang gehen. So. Boah, diese Klappe, die ist aber auch wieder, der ist ja heftig, ist das. Ja. Und das durch reinen Zufall nur entdeckt. Das ist der Hammer. Das ist der alte Lift. Das ist der alte Lift, wie das aussieht. Das ist der alte Lift. Boah. Der Hammer. Das ist massiv. Hier ist noch ein Schild, das hat auch schon. Ja. Krass. Ja, liegt einfach mal dann hier so neben. Nicht wahr? Also, okay. Da hinten geht es irgendwie rum. Oh, diese Kette. Sieht so krass aus hier. Da oben geht es sogar hoch. Nur wo? Ja. Übers Dach wahrscheinlich. Richtig. Ja. Hä? Das sieht aus wie ein Container. Ich dachte, das wäre nur so eine Klappe. Ein Stuhl? Hier ist sogar ein Stuhl. Dann gehen wir hier lang. Oh Gott, das ist geil. Okay. Boah, aufpassen, das dicht da im Wasser. Oh ja. Was ist das denn? Nichts. Gar nichts. Ja. Hier links geht es auch noch rein. Das ist wahrscheinlich ein Eingang. Ich glaube sogar, das ganze Ding wird über den Schacht gefahren, wenn ich mir das so angucke. Weil, guck mal, das ist auch auf Schienen. Sich mit Rollen. Hier und hier. Das guck, wie stimmt. Alt das schon ist, wie verrostet das ist. Ja, guck. Hier, da, guck, da siehst du, hier sind die Rollen. Das ganze Ding ist halt, oder? Ja, hast du recht. Wahnsinn. Oh, da kann man reingucken. Jetzt wird's spannend. Hammer. Das ist ein Monster. Das ist noch mal größer als was wir vorher hatten. Nee. Nein? Das ist nicht größer. Das ist eine kleinere Version. Okay.
Wie sieht man das Teil von innen, was dann da drüber gefahren ist? Um die Luft richtig zu zirkulieren, also dass sie schön rausgeschossen wird. Reingeschossen, rausgeschossen, ja. Rein oder raus, weiß man nicht. Ja, stimmt, das macht Sinn. Cool, ja. Ha. Gut, wenn wir wieder. Ich möchte so gerne mal da hoch, ne? Also, mhm. Mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Oh ja. Das war auf jeden Fall bis jetzt schon mega interessant. Ja, ja. Aber immer aufpassen, ja. Ja. Voll, das ist ein ganz spannend. Dann geht es wahrscheinlich nirgendwo hin. Guck mal, hier sind sogar noch, da sind sogar noch die Gehörschütze, Ohrplatz, sind sogar da drin. Ja, Tatsache. Da seht ihr, die sind sogar drin. Cool, ne? Tja. Bisher für uns auf jeden Fall sehr interessant. Was man nicht alles bei Google Earth so sieht, ne? Ich finde diesen Lift echt, der ist so richtig unheimlich. Also richtig. Die Luft rausgeblasen oder reingeblasen. Und dann ging es da runter. So, ich hoffe, die Welt machen Menschen. Das ist kein Witz. Draußen. Vier Schritte draußen gehört. Und schon ziemlich, es ist schon wieder ziemlich beeindruckend hier. Ja. So, jetzt wenn wir wieder hier rausgehen, die Tür sieht auch super aus. So, meine Freunde, wir verlassen jetzt wieder diese schöne Los Places. Das war doch schon ziemlich interessant. Wir gehen wieder durch den Wald hier.
Und wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer ein Abo. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal an dem Krankenhaus oder sowas.